Seien Sie gegrüßt. Zur Info, es ist Sonntag, morgen. Und ich bin immer noch voll wie ein Eimer. Aber ich dachte mir, ich nehme mal ein bisschen Kingdom Come auf. So, Heinrich läuft. Da ist Pebbles. Alles klar, Pebbles, lauf. Lauf, Pebbles, lauf so schnell du kannst. Da gibt es auch irgendwie die Quest, ich habe keine Ahnung. Gucken wir gleich mal. Will aber tatsächlich mal eben den Typen befragen wegen der Steinschlag-Quest. Was das mit diesem schlechten Stein auf sich hat. Wow. So, die pennen wahrscheinlich alle. Kann ich was zu essen gebrauchen? Tatsächlich kann ich. Okay. Warum weckst du mich? Hau ab! Ob ich den jetzt beklauen kann? Stimmt. Wie, wer ist da? So, da die noch alle pennen, mache ich das, was ich am besten kann in der Zeit. Wahrscheinlich von irgendeinem Berg fallen. Aber ich dachte mir, ich gehe mal eine Runde jagen. Oder sammeln. Er war ein Jäger und Sammler. Heinrich. Ist das was? Nein. Mehr ho jeder. Die laufen jetzt ein bisschen weiter weg, ne? Schätzungsweise. Ja, guck mal, vielleicht finden wir ja was Interessantes. Ich gehe jetzt einfach mal von aus.
muss er hin? Unfallort, okay. Toll. Der Scharfschütze wieder am Werk. So, ich treffe heute mal wieder gar nichts. Ringelblume. Ich weiß gar nicht, ob wir die brauchen. Was ist das? So, das ist irgendwas Besonderes. So, Peppe ist jetzt aber... Na, dann eben nicht. So, der Rupert, da ist er doch, will essen. Guten Tag, wie kann ich helfen? Was weißt du über die Gerüchte? Im Kloster gab es einen Unfall. Und es sind Gerüchte im Umlauf, dass es wegen Gestein von minderer Qualität passiert wäre. Kann es denn nicht einfach mal passieren, dass ein Steinblock nichts taugt? Nein, das ist Verleumdung.
Vielleicht fanden sie meine Blöcke zu teuer und haben sich einen neuen Steinbruch gesucht. Was auch dahinter steckt. Ich will es wissen. Habt ihr die letzten Steine bereits zugeschnitten geliefert? Nein. Warum sollten wir? Wir liefern das Gestein stets in dicken Blöcken. Ist einfacher für uns. Seltsam. Dort sagte man mir, sie waren froh, dass du kleine Stücke geliefert hast, weil es für sie weniger Arbeit war. Aber das ist unmöglich. Scheint, als wäre dein Steinblock nie angekommen und sie haben das hier erhalten. Unmöglich. Den letzten Block habe ich persönlich ausgeliefert, weil ich mit den Mönchen reden wollte. Und unterwegs ist nichts passiert. Dann muss dort jemand die Lieferung ausgetauscht haben. Aber was hätten die Arbeiter davon, die Lieferung zu ersetzen und dann zu behaupten, sie käme von uns? Ich glaube nicht, dass die Arbeiter wissen, was passiert ist. Da hat jemand anderes seine Finger im Spiel gehabt. Ein Dieb? Hier ist etwas von dem unglückseligen Stein, um den es geht. Alt und verwittert. Und sicher nicht von mir. Was? Das ist kein Gestein aus meinem Steinbruch. Siehst du die Körnung? Die stammt nicht von der Verwitterung. Der Stein kommt von anderswo. Himmel, pass auf, wo du hingehst! Mit dem Baumeister, wo meinen sie denn ja wohl den in Sasau? Zumindest gucken wir da mal. Ja, jetzt habe ich nur noch hier die Quests. In Sasau. Das heißt nach Süden. Durch Samopesh. Ja. Da werde ich mal einen kleinen Halt machen tatsächlich. Und mir den Ort mal genauer anschauen. Wer weiß, vielleicht bekommen wir einen Auftrag. So, es müsste eigentlich der Weg geradeaus sein. Nee, tatsächlich nicht. Heinrich mit seinen flinken Fingern. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Achso, jetzt bin ich mal eben in Merhoyet gelandet. Okay. Von mir aus. Hier ist schon mal ein Pferdehändler. Binky. Das ist ganz schön schnell. Plötze!
Alles klar. Für diejenigen, die mit Plötzern nichts anfangen können, das ist das Pferd vom Hexer Geralt, ja. Bevor ich es ausspreche, nein. Wo ist denn der komische Pferdehändler? Wächter gibt's ja auch. Ob ich das mal klauen sollte? Aber ich will eigentlich mit dem Händler darüber sprechen. Vinzenz. Du sprichst auch nicht mit jedem, ne? Alles klar. Nahrung hat sie. Wo ist dieser Pferdehändler? Der muss doch hier irgendwo sein. Der Wächter pennt. Aus unerklärlichen Gründen. Na, warten wir mal ein Stündchen. Der muss doch hier sein. Du kannst deine Pferde hier nicht so einfach rumstehen lassen. Ah. Johann. Das Gespenst. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Sehr schön. Was hast denn du sonst noch? Reiten, Fertigkeit, Krams, Schabracke. Zaumzeug. Jagdsattel, gewöhnlicher Sattel. Vier Taschen.
Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Für das Buch? Was sagst du dazu? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Oh. So, jetzt aber hier. Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde gesehen? Ja, prächtige Tiere. Sie sind vom Feinsten. Gefällt dir eines besonders gut? Plätze. Plätze Stufe 2, okay. Ein hübsches Tier, aber etwas störrisch. Ich habe sie von einem zwielichtigen Kerl aus Polen. Er meinte, er hätte nun ein Weib und fürchtet, sie würde Plätze ausstopfen lassen. Die Polen sind sonderbar. Einhorn-Anekdote ist da. Wow. Bestimmt gibst du es mir billiger, wenn ich mein altes Pferd eintausche. Boah, ist aber teuer, ein Pferd. Ich brauche Plätze. Nützt ja nichts. Ich brauche ja Plätze. Ist das genug? Mehr. Ich will keine 1000 dafür zahlen. Abgemacht. Ja! Plätze am Stiesel! Wo ist das denn jetzt? Yay! Tada! Oh. Huch, ich bin hoch. Spring! Plätze, du schaffst es! Okay. Dieser Zaun ist unüberwindbar. You shall not pass. Geh bei mir lang. So, und jetzt... Auf nach... Sasau. So, wie war das jetzt? Wo ist mein... Da. Geradeaus und dann nach Süden durch Samopesch. Alles klar. So, nice. So, das ist jetzt Samopesch. Von da aus müssen wir... südlich am Schmied vorbei. Nein! Wahrscheinlich da lang, ne? Ich gehe jetzt mal davon aus.
Braucht signifikant mehr Ausdauer als Per Wölz. Und ist auch nur in Anführungszeichen Stufe 2 Pferd. Also von daher. Das wäre schon sehr witzig. Mal, wo die nach Süden noch. Ein Angelplatz. Muss ich mal gerade gucken. Ja. Da drüben, ne? Ja. Ja. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Was hättest du denn gerne? Na, das All-Inclusive. Ich hätte gerne ein Bad. Zu zweit? Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Sind wir uns einig? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Nice. Die war aber ganz schön außer Puste, die arme Frau. Und da wir jetzt wieder in Sasau sind, können wir Was wieder unsere Quests angehen. So in der nächsten Folge. Bestimmtes? Bis dann.